Okay, jetzt haben wir hier wieder mehr zum Pflanzen. Immer schön alles waldig machen, damit wir genug Holz haben. Jo. Jetzt sollte eigentlich dieses Dorf, glaube ich, zu uns kommen. Aber wahrscheinlich müssen wir hier noch die Bevölkerung. Baut ihr eine beeindruckende Stadt? Ah, jetzt geht's hier schon. Nah und fern. Öffentliche Gebäude sind übrigens sehr beeindruckend. So wird niemand verletzt. Wir bekommen mehr Gefolgsleute und eure Macht wächst. Seht, diese Menschen sind beeindruckt. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Sie bringen all ihr Hab und Gut mit. Hurra! Menschen aller Stämme kommen von nah und fern, um in einer guten Stadt zu wohnen. Klugheit führt zum Sieg. Wenn wir jetzt die zum anschließen, dann bekommen sehr viel Gutpunkte eben. Wenn wir jetzt die einfach draußen lassen, dann bekommen wir böse Punkte. Also die verhungern dann und dann bekommt man böse Punkte. Also am Anfang ist es noch zwingend notwendig, später. Oh, später dann nicht mehr. Ja, ich kann es so nicht machen. Dann mache ich das mit der Kreatur später. Einfach mal ein bisschen platt machen. Wo kommt jetzt endlich? Ich möchte weitermachen. Haben wir denn hier genügend Einwohner? Hier sind zum Beispiel noch Leute. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. Es ist sehr wichtig, dass ihr genügend Brüter macht. Die wollen alle die Kreatur schauen. So, Freizeit gibt es aber gleich nicht mehr, gell? Ich mache alles, dass ihr keine Freizeit bekommt. Tribute. Ja, die Waffenkammer müsste ich dann noch kaufen. Für 500 bekommen wir eigentlich nichts Gescheites über. Ja, müssen wir dann... Noch ein Ding. Die Voodoo-Puppe ist für die Bösen und der Teddy ist für die guten Pets. So, Bestrafungsbiss könnten wir auch nehmen noch. Kosten 10.000, ist schon ein bisschen happig. Diese Menschen wollen sich in unserer Stadt niederlassen. Nehmt ihre Wanderungsflagge und legt sie innerhalb eures Einflussbereichs ab. Upp und upp. Hallo. Und danke, danke, Herr, dass du uns in deiner prächtigen Stadt willkommen heißt. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich noch das mit dem, also mit dem Pet und mit dem Angreifen. In Waffenkammern kann man Krieger ausbilden, die für uns andere Städte und Länder erobern. Der Kauf einer Waffenkammer ist der erste Schritt zur Großmacht. Wählt das Tributmenü aus. Ich bin ja da. Ja, jetzt wieder bin ich wieder nicht da. Tempel, warum bauen wir nicht lieber eine Waffenkammer? Ja, also. Wähle die Waffenkammer im Gebäudemenü aus und setz sie in der Stadt ab. Ja, mach ich. Ja. Bisschen außerhalb, dann tut sich wieder der Einflussbereich ein bisschen verändern. So. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Ich hab's aber trotzdem gekriegt. Zum Beispiel eine Waffenkammer braucht keine Erze. Ah doch, 500 Erze. Aber eben nicht so viel, damit man dann plötzlich das kleine Bäumchen, dass man dann plötzlich ohne Erz dasteht. Weil als ich gut gespielt habe, hatte ich eigentlich immer wieder Erzprobleme, weil sehr viele Gebäude einfach Erz kosten, die
Einfluss bringen und sowas. Ich will gerne, dass er jetzt so... Genau. Wunderbar! Krieger bilden Armeen. Du kannst sie mit den Flaggen auf der Waffenkammer rekrutieren. Schnapp dir eine Flagge der Waffenkammer und leg sie in der markierten Zone ab. Geht's nicht mehr weg. Oh, ich will sie doch... Ich will, dass das aufhört. Was? Eben geht's doch. Wir brauchen mehr Einwohner. Ich möchte eine große Armee haben. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. Spielen wir kurz noch so weiter. Nein, ich den Gebäude absetzen. Bekehrter Brüter. So, ist ein bisschen laut. Ich glaube, ich habe es sowieso ein bisschen lauter gemacht vorher. Ja. So, dann machen wir hier kurz ein Save. Welt 3. Tutorial fertig. Ja, dann machen wir einfach jetzt 3 Mitte. So. Jetzt ist, ja, ist zwar immer noch so laut. Aber ich hoffe, im Video ist es nicht so laut, weil bei mir platzen fast die Ohren. Es ist leider nur eine kleine Armee. Größe Armee 10. Nee, das ist viel zu wenig. Hallo? Jetzt geht's wieder nicht. Ach Mist. Fuchtel. Ja, dann machen wir erst eine kleine Armee. Ist doch egal. Wird eine normale Armee rekrutiert. Willst du mehr Soldaten rekrutieren, halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus von der Flagge weg. Wieso kam da etwas Rotes? Das ist nicht gut, wenn etwas Rotes kam. Muss ich noch kurz beobachten. Wir müssen sowieso warten, bis die Dorfbewohner zu Soldaten wurden. Ist irgendwas schlecht? Jetzt sind wir sogar gutmütig wieder. 4,3 gut, das ist nicht gut. Oh, das ist immer so laut. Ach, kommt schon, Leute. Die beobachten, also die schauen die Festung an oder so. Völlig überflüssige Freiheit. Armeen sind fantastisch, aber nur wenn du sie unter Kontrolle hast. Ich erzähl dir jetzt mal was über diese Flaggen hier. Jede Armee hat eine Flagge. Du findest sie sowohl hoch über den Truppen, als auch in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Jede Armee hat eine andere Farbe und ein Symbol auf ihrer Flagge, wodurch sie leicht zu identifizieren ist. Das ist eine Schwertkämpferarmee. Die Flaggen zeigen dir den Rang deiner Soldaten an, siehst du? Hier oben. Vom einfachen Rekruten bis zum Veteranen ist alles vertreten. Klickst du mit der Aktionstaste auf die Flagge unten rechts, nimmst du sie und kontrollierst die Armee. Klickst du mit der Bewegungstaste auf die Flagge, kommst du direkt zu deiner Armee. Okay, so viel zum Thema Armeeflaggen für Anfänger. Nimm die Armeeflagge, Boss. Perfekt. Schick deine Soldaten mit einem Doppelklick in das markierte Gebiet. Jojo. Spartaner. Das Schild war mir. Okay, Boss, jetzt wird's lustig.
Doppelklicke mit der Flagge in der Hand auf das feindliche Stadtzentrum. So befiehlst du deinen Truppen, die Stadt zu erobern. Jo, jo. Dann machen wir das mal. Los geht's. Also ihr könnt auch zuerst die Hütten angreifen. Dann bekommt ihr auch böse Punkte über. Und ja. Mache ich eigentlich sonst immer. Also in der ersten Welt müsst ihr das natürlich noch nicht machen. Und wir haben schon den Mega-Wald hier. Mit leerem Magen kämpft es sich schlecht. Deine Soldaten brauchen deshalb die doppelte Ration. Denk daran. Wir machen so ein richtiges düsteres Waldgebiet. Sie werden ersticken im Wald. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Oh ja. Ja, genau so. Attacke! Himmel! Wisst ihr, Herr, es gibt andere Mittel als Krieg. Ihr könnt Städte auch beeindrucken. Es geht natürlich sehr lange. Ja, und das Ticken, das nervt. Was brauchen wir denn sonst noch? Ein neues Lagerhaus. Das machen wir hier. So. Machen wir hier noch einen Weg. Dann hier noch. So, da können wir auch noch eins machen. Nicht so. Lieber von hier aus. So. Gut. Okay, ist immer noch so niedrig. Im Lager haben wir schon sehr viel. Da sinkt es jetzt bald runter wieder. Geburtsrate niedrig ist nicht so gut. Dirk. Ich habe keine Ahnung. Was sich da, also wie es beeinflusst, warum. Ich habe ja eigentlich relativ viele Leute, die halt das Wesentliche tun. Aber jetzt kommen sowieso wieder neue Dorfbewohner hier hin. Hier können wir leider nichts bauen. Aber wenn wir das den Einflussbereich bis hier unten machen, dann können wir nicht diese Siedlung auch. Dann gehört sie uns. Aber die wird jetzt eingenommen, die können wir jetzt dann benutzen. Oh, hier haben wir sehr viel Erz, sehr gut. Diese Kerle gefallen mir nicht. Diese Menschen sehen ziemlich verzweifelt aus. Das sieht noch geil aus. Also wenn ich jetzt das kann, über die Einstellungen, da können wir auch mal die Wikinger spielen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die Wikinger einfach zu wenige Beute für ein eigenes Spiel. Es gibt leider keinen Sandbox-Modus oder sonst irgendwas, wo man auch mal die Wikinger oder die Asiaten oder sonst irgendwas nehmen kann. Aber wenn das geht, wirklich geht, kann ich dann nach dem Let's Play noch eine kurze Kampagne machen mit den Wikingern oder sonst irgendwelchen Bereich. Kommt. Jetzt können wir noch kurz die Schilder suchen, aber ich glaube, hier ist kein Schild mehr. Das haben wir. Vielleicht hier drauf irgendwo. Macht sogar wie eine Taschenlampe. Leuchtet es aus. Nö, hier ist nichts mehr.
denke, wir haben alle. Werden wir gleich sehen. Wenn die Quest nämlich da unten weg ist, dann bekommen wir diese Quest und dann... Also Nebenquest. Und wenn die weg ist, dann haben wir die Nebenquest schon gemacht. Ach komm schon. Voll die Abgase schon. Wir müssen dann mal schauen, wie es beim Bösen, also was, wenn man böse ist, da sieht. Aber ich glaube, es sieht dann noch cooler aus mit dem Rauch und dem Feuer und so. Ich habe schon Ewigkeiten, also ich habe, als ich das Spiel gekauft habe, habe ich böse genommen, aber seitdem habe ich nicht mehr genommen. Also ich habe natürlich auch zuerst böse genommen und dann gut. Und bei gut habe ich dann die Kampagne eigentlich ja fast abgeschlossen. Ich glaube, ein oder zwei Welten hatte ich damals noch und kam nicht weiter, weil da hatte ich noch die Version 1.1 und die war extrem buggy. Die Leute waren zum Beispiel auf offenem Feld, haben die nicht mehr weitergefunden und sind immer hin und her gerannt. Und das sieht, ja... So starb eigentlich dann immer meine Basis aus, weil die Leute nicht mehr weiterkamen. Und das war dann nicht gut, aber jetzt habe ich ein Patch 1.3, glaube ich, oder noch höher und ja, jetzt geht's. Okay. Boom. Mehr Futter für unsere Kriegsmaschinerie. Ja, die Stadt gehört jetzt dir. Innerhalb des grünen Einflussbereichs hast du dieselben Fähigkeiten wie in deiner Stadt. Angriff ist die beste Verteidigung. Schicken wir unsere Armeen los. Eine neue Armee hat die Erfahrungsstufe 1. Je mehr sie kämpft, desto mehr Erfahrung sammelt sie. Erreicht die Erfahrung einer Armee einen bestimmten Wert, steigt sie in die nächste Stufe auf. Dadurch verbessern sich wiederum ihre Fähigkeiten. Leg die entsprechende Flagge über einer Waffenkammer ab, wenn du eine Armee auflösen willst. Dann können sich die Weicheier ausruhen. Ja, ja. Siehst du? Gewalt führt doch zum Sieg. Beeindruckende Städte aber auch. Puh, Krieg ist die einzige Lösung. Wisst ihr, Herr, vielleicht führt auch ein Mittelweg zum Sieg. Nein. Nun, Herr. Die Zeit der Unschuld ist endgültig vorbei. Ihr müsst euch für einen Weg entscheiden, den Guten oder den Bösen. Ach übrigens, Krieg ist böse und ich bin böse. Muss ich noch mehr sagen? Entscheide dich, Boss. Ja, und jetzt kommt das Geiste, die Kreatur. Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher raus. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur. Ihr solltet den Kleinen für ein paar Minuten aus dem Gehege lassen. Klickt hervorragend. Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Das Biest macht alles, was du sagst. Sehr gut. So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Euer kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn. Menschenfleisch. Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld. Voll chillig noch. Schon besser.
Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Klick dir mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versuch die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Sehr gut. Wundervoll. Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel, er will einen Menschen fressen. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch! Wenn das Biest Menschen frisst, wird es stärker! Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein! Nein, bewegt die Maus schön langsam. Belohne den Kleinen. Menschen zu fressen ist schon okay. Mach so weiter und das Biest wird richtig schön fies. Was für eine Vergeudung von Menschenleben. Eine Aktion abbrechen. Oh je. Lehren, schüttelt einfach eure Hand. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Das machen wir jetzt wieder aus. Und machen eine Wiese hin. Wo wir dann halt die Kreatur sagen, ja, sie sollen. Voll auf die 12. Und du musst so ja, die Bootmenü noch mal da unbedingt eine Wiese holen. Sieht zwar nicht so gut aus, aber es ist eigentlich einfach die einzige Möglichkeit bei den Bösen, um ja Fleisch ohne viel Verluste zu bekommen. Und dann noch die Vodopuppe, sehr wichtig. Jetzt haben wir noch 48.000. Jetzt könnten wir noch, ich weiß nicht, ist es die Geisterhand? Die ist sehr gut zum Abwehren, aber die brauchen wir momentan noch nicht. Ja, Folterhöhle brauchen wir auch noch nicht. Was wir nehmen sollten ist...